Hallo ihr Lieben, ich habe wieder bei DM bestellt und dachte mir, ich zeige euch mal schnell, was ich gekauft habe. Ich hoffe, es geht mit dem Licht hier, aber wird schon passen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Video hochgeladen habe. Ist, glaube ich, schon eine ganze Weile her, aber ja, ich weiß nicht so richtig, wo es mit meinem Kanal hingehen soll, weil, ja, also ich weiß nicht, meine so DM-Hauls, Degusta-Box, Unboxings, das würde ich schon noch gern weiter beibehalten. Aber ja, sonst so diese Online-Shopping-Mischmasch-Hauls, ich glaube, die werde ich jetzt abschaffen. Beziehungsweise schreibt ihr mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr da weiterhin Bock drauf habt oder nicht. Weil ich habe mir auch überlegt, dass ich das nicht eher auf Instagram mache, weil es ist halt oft nur ein Paket mit ein, zwei Teilen. Und ich finde dafür ein Video über mehrere Wochen teilweise zu machen einfach blöd. Weil die Dinge halt dann auch oft nicht mehr im Angebot sind oder so. Und ich weiß nicht, auf Instagram könnt ihr dann einfach rüberhüpfen. Melinkas Live heiße ich da. Und könnt euch die Angebote auch noch selber direkt abgreifen. Ja, finde ich einfach. Und deshalb, weiß ich nicht, gibt es auf dem Kanal vielleicht nur noch Vlogs und ja, diese DM-Hauls und einfach größere Sachen, die ich bestelle. Ich habe diesmal eigentlich gar nicht so viel bei DM gebraucht, aber habe doch wieder noch fast 50 Euro ausgegeben. Also das ist echt krass. Was ist so alles Kopfzeug? Das ist Wahnsinn, wobei ich sehe, ist doch relativ viel. Ich zeige es euch mal, Moment. Schwupp. Also ist doch einiges, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich zeige euch jetzt einfach alles. Einmal kamen hier Wattepads mit. Leider sind diese 100er Packs immer ausverkauft. Ich weiß nicht warum, ob die nicht nachgeliefert bekommen, aber ja. Jetzt habe ich halt so ein kleines für, ich glaube, 1,19 Euro mitgenommen. Das sind, was wie viele sind da drin? Ich glaube nur 60 Stück, aber die tun es auch. Und, ah, ich habe doch so einen 100er Pack. Dann habe ich mir die nochmal mitgenommen. Warum ich mir jetzt aber zwei verschiedene mitgenommen habe, keine Ahnung. Und was war das jetzt gerade? Das Licht hat gerade so komisch gewackelt. Also die Kamera, keine Ahnung. Dann kamen hier so zuckerfreie Bonbons mit Mango und Zitrone. Ich weiß nicht, die haben mich irgendwie angelächelt. Sind neu bei DM, müsst ihr mal schauen. Wie die schmecken. Wir probieren am Ende eins. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Warum muss man Socken nochmal in extra Plastik einpacken? Das kann ich nicht nachvollziehen. Also gefühlt kommen ja bei jedem DM oder Socken mit. Weil ich ja so wenig habe. Beziehungsweise, ja, mir gehen die auch oft kaputt. Und ich fand die hier ganz schön, das sind einfach so schlichte Socken, die sind ein bisschen höher geschnitten, weil diese ganz kurzen Sneaker, die bis hier gehen, weiß nicht, die finde ich irgendwie nicht so cool. Und ich fand es mit diesem goldenen, nee, silbernen Rand hier oben voll schön. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. War noch nicht teuer, ich glaube 3 Euro das Paar oder 2,95 oder sowas. Aber ich muss sagen, die Socken von DM gehen relativ schnell kaputt, also Qualitätsware ist das nicht, auf gar keinen Fall, aber ja, ich finde bei 3 Euro hat man nicht viel kaputt gemacht, deshalb kaufe ich mir meine Socken auch ganz gern bei DM, wenn die irgendwas Neues haben. Ja, da schlage ich dann einfach zu, nehme mir was mit. Dann habe ich das süße Körbchen hier gesehen für 5 Euro. Ich dachte nur, das ist ein bisschen größer. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich da rein tue. Ich dachte so an Kleinkram irgendwie. Ich habe ja im Schlafzimmer so einen Kettenständer und den hätte ich eigentlich gern weg. Ich habe da nämlich schon meine ganzen Ohrringe wirklich weggeschmissen, weil ich die einfach nicht mehr anziehe. Und habe mir dann so ein Körbchen gekauft und ich dachte mir, ich tue den Ständer weg und lege da meine Armketten rein. Das dachte ich, sei eine ganz coole Idee. Oder für meine, weiß ich nicht, Haarklammern, Haarspangen, Haargummis.
Mal gucken. Also irgendwas finde ich schon, wo ich da reintun kann. Mal gucken. Oder was mir gerade auch einfällt, ich lege hier so die Fernbedienungen und so rein, weil dann ist das mal aufgeräumt und fliegt nicht immer so durch die Gegend. Oder Ladekabel. Ja, auch eine Idee. Also ihr seht, es gibt genug Optionen, was ich damit anstellen kann. So, dann. Aua. Also ihr kennt es ja bestimmt, wer Gelnägel hat. Ich habe mir hier zwei gecrashed. Ich gehe jetzt halt Gott sei Dank morgen, aber man bleibt jetzt halt immer an dem einen hängen. Läuft. So. Dann haben wir hier nochmal Socken. Ich muss die gerade mal auseinander machen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Blasmusik im Hintergrund hört, aber bei uns ist gerade so ein Fest seit gestern schon. Und gestern war Live-Musik, aber ja, das war so eine Band, die hat nur so alte Kamellen gespielt. Die spielen auf so Festen gefühlt immer dasselbe. Und dann gab es eine Lasershow und wir dachten eigentlich, vom Balkon aus sieht man da was, aber leider nicht. Dann habe ich mir hier nochmal so Socken in Blau mitgenommen. Das sind einfach so Sneakers. Die habe ich schon, sehe ich gerade. Aber ist nicht schlimm, weil die ziehe ich total gern an, weil die hier hinten so ein bisschen höher geschnitten sind. Und dann passen die besser in die Schuhe. Also die habe ich schon, aber macht nichts. So, dann habe ich einmal für meine Mutter dieses Vertraue Pink, Vergess Flecken, so Flecken Spray bestellt. Hat sie nämlich keins mehr gehabt und ich dachte eigentlich, jetzt weiß ich nämlich auch, was da so schwer war, ich dachte nämlich, die wären kleiner. Aber, ja, das reicht jetzt wieder für eine Weile. Und das war richtig teuer, das hat über 4 Euro gekostet. Meine Mutter hat gesagt, also woanders ist das günstiger. Aber ich glaube, sie meint im Angebot, weil, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es bei Rossmann weniger kostet. Klar, wenn ihr diese 10% App einlöst, dann ja, aber ich meine, es kostet bei Rossmann genauso viel. Müsste ich echt mal gucken. So, dann kamen hier so Taschentücherboxen mit. Da hat mich das Design hier angelacht. So mit den Blumen, richtig schön sommerlich. Habe ich das einmal mitgenommen. Ich weiß nicht, so Boxen gehen ja immer und wir haben keine mehr. Da habe ich, glaube ich, auch 3 Stück mitgenommen. Mal gucken, ob ich die auch gekriegt habe. Dann noch in dem Design. Finde ich auch mega schön. Man kann sich das auf der Webseite ja nie raussuchen. Die schicken einem wahrscheinlich das, was sie gerade da haben. Dann grillen wir heute Abend. Und ich habe hier so vegane oder vegetarische Grillpatties mitgenommen. Eigentlich waren die zum So-Essen gedacht, das ist auf Erbsen-Karottenbasis, also ist eigentlich vegetarisch, irgendwie was mit Gemüse. Glaube ich, werde die Schatz einfach geben, dass er die mitgrillt und dann kann man die lecker mit Kräuterbutter essen. Ich glaube, die schmecken nicht schlecht. Sind auch neu, deshalb wollte ich die mal probieren. Okay, dann habe ich das aus Versehen zweimal bestellt und es ist ausgelaufen, also hier so Fleckengedöns. Ich muss mal kurz Hände waschen. Moment. Drin gehabt, weil ich gehe ja immer durch den Warenkorb und gucke und irgendwie stand da überall eine 1. Aber scheinbar war es doch zweimal. Naja, ist egal, das hilft ja. Was haben wir hier? Dann kam von Balea so eine Enthaarungscreme mit, weil meine ist fast leer. Und ich habe mich heute enthaart und da ist immer noch was drin. Also die ist verdammt ergiebig, aber. Ich glaube, die hält nur noch diesen Monat. Deshalb kam da eine neue mit. Einmal Tempotaschentücher. Da haben wir zwar noch welche da, aber nicht mehr so viele. Deshalb habe ich da auch gleich ein Packen mitbestellt. Und dann haben wir hier nochmal so eine Taschentücherbox. Das sind richtig coole Sommerfarben. Gefällt mir. Da kommt nämlich eine unten in die Pergola, also in unseren Wintergarten, als Vorrat. Eine, und die anderen beiden tue ich glaube in den Keller, weil wir haben hier oben noch eine. So. Also ich finde es sehr schön, wenn die das immer so gut verpacken, aber was habe ich denn da gekauft?
Dann kam einmal Limettensaft mit, also das ist, glaube ich, so Konzentrat. Aber ich weiß nicht, richtige Limetten sind arschteuer und ich trinke gerade super gerne, gerade im Sommer, Wasser mit Zitronensaft oder Limettensaft. Und deshalb dachte ich mir, nehme ich einfach mal hier so ein Konzentrat mit. Finde ich jetzt genauso gut wie frisch gepresst. Kann ich auch mal trinken. Dann habe ich mir hier von Denk mit nochmal diese WC-Teile da mitgenommen, die ihr ins Klo hängen könnt. Ist übrigens eine Limited Edition. Deshalb habe ich die nochmal mitgenommen. Sind jeweils, glaube ich, 4 Stück drin. Und ihr habt hier auch so einen Behälter mit drin, weil ich neige oft dazu, das wegzuschmeißen, weil ich nicht dran denke, dass das zum Nachfüllen ist. Deshalb dachte ich mir, bestelle ich mir nochmal eins, dass ich das im Vorrat habe. So. Aua. Was habe ich denn da gekauft? Ah. Dann habe ich mir mal Küchenhandtücher mitgenommen. Das sind 2 Stück. Einfach so Geschirrtücher zum Geschirr abputzen, weil ich habe so wenig und ich, ja, weiß nicht, ich habe keine Lust mehr, immer bei der Mama welche zu klauen. Die hat eigentlich voll viele, aber ja, ein paar haben auch schon Löcher und sind kaputt, deshalb dachte ich, könnte einfach mal ein paar neue her. Und ich glaube, die waren auch nicht teuer, für 4 Euro oder sowas. Wo tue ich die hin? Dahin. Dann habe ich so Frau Kalle bestellt, also so bunte Nudeln. Ich weiß nicht, die haben mich irgendwie angelächelt. Es ist auch gerade eine Limited Edition bei DM. Ich habe sehr viele Limited Editions mitgenommen. Fällt mir gerade ein, diese Bonbons, die ich euch gezeigt habe, ist auch eine Limited Edition. Die Socken nicht. Ja. Also diese Nudeln hier, finde ich, kann man eh immer kaufen. Ich weiß nicht, wir haben so Phasen, da essen wir sehr viel Nudeln. Und wisst ihr, was ich gerade überlege? Ob ich vielleicht noch einen Nudelsalat mache. Ich habe nämlich noch Tomate, Essiggurke. Vielleicht mache ich nachher noch einen Nudelsalat. Mal gucken. Mal schauen. Dann habe ich diesen Teller hier bestellt oder... Wie nennt man das denn? Ist ja eigentlich kein Teller. Also könnte man auch als Teller verwenden, aber so, weiß nicht, um irgendwie Essen schön drauf anzurichten. Stelle ich mir jetzt auch super schön vor für Salat oder für, weiß ich nicht, wenn man Häppchen hat oder sowas. Oder was wir auch gerne machen, so Gemüsespieße. Weiß nicht, dachte ich, nehme ich einfach mal mit. Weil manchmal fehlen mir einfach so schöne, ja, Servierteller. Eigentlich hätte ich 4 Stück mitnehmen können. Aber egal, stelle ich mir nochmal. Und dann habe ich noch einmal hier von Balea diese Seife mitgenommen. Die habe ich jetzt, glaube ich, auch schon das dritte Mal mitgenommen. Ist auch eine Limited Edition, aber wir haben keine Seifen mehr. Deshalb kam die mit und die riecht auch ganz gut. Nee, das ist eine andere, die riecht anders. Oh, die riecht auch gut. Ich weiß nicht, Seife ist bei mir eh relativ. Dann nehme ich immer irgendwas. Und dann kam noch ein Packen Klopapier mit. Ich habe euch doch in einem meiner letzten DM-Hauts gesagt, dass das Klopapier günstiger geworden ist. Stimmt nicht, weil ich habe jetzt hier dieses, wie viel sind da drin? 4, 16. Ich habe jetzt hier dieses 16er-Pack mitgenommen, was ich sonst auch immer hatte. Und es kostet 7,95. Und ich habe euch ja in einem der vorigen gesagt, dass diese Menge, glaube ich, 5 Euro irgendwas kostet. Es gibt auch das Klopapier für 5,95, aber da sind nur 180 Blatt drauf. Das heißt, die Rollen sind kleiner und die haben, glaube ich, 300 Blatt drauf. Und es sind genauso viel drin. Ich finde, es ist im Endeffekt dann doch günstiger. Und deshalb habe ich jetzt wieder die mitgenommen, weil wir haben eh so einen Klopapierverschleiß. Also bei uns hebt so eine Rolle vielleicht 2 Tage, wenn überhaupt. Das ist echt krass.
So, Lieben, das war der DM-Haul und ich muss sagen, für 50 Euro habe ich eigentlich echt nicht viel gekauft. Also ich zeige euch das mal. Ich finde das echt brutal wenig, muss ich sagen. Schaut mal. Das ist so eigentlich alles, was ich gekauft habe. Mehr ist es nicht. Also es ist echt wenig für das Geld. Das ist echt krass. Also ich finde, da sieht man schon, wie teuer das Ganze eigentlich geworden ist. Aber ich weiß nicht, ich gehe nicht gern zum Rossmann einkaufen, weil da wäre es vielleicht schon günstiger, da es da Angebote gibt und diese Coupons in der App oder auch diese 10%, die ihr einlösen könnt, wenn ihr die Rossmann-App habt. Aber ich mag Rossmann nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin lieber der DM-Käufer. Das war schon immer so bei mir. Deshalb ja, nehme ich halt in Kauf, dass es mehr kostet. Und ich meine, einmal im Monat finde ich das auch okay. Weil wenn ich jetzt überlege, Rossmann hat, glaube ich, alle 2 Wochen Angebote. Wenn ich jetzt alle 2 Wochen zum Rossmann einkaufen gehen würde und nur nach Angeboten kaufe, würde ich, glaube ich, weitaus mehr zahlen wie beim DM. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ja, ich laufe dann auch Gefahr, dass ich halt Sachen kaufe, die ich nicht brauche, weil sie im Angebot sind. Deshalb kaufe ich bei DM, dann weiß ich, was ich brauche und habe vielleicht am Ende doch ein bisschen mehr gespart. So. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und über ein kostenloses Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und würde sagen, oder würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben.